Ich habe inzwischen 12 Audible-Bücher kostenlos bekommen und zusätzlich noch 30 Euro. Wie du auch Audible kostenlos nutzen kannst bzw. mitgewinnen, siehst du in diesem Video. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen bei Finanzen im Griff. Mein Name ist Marek und in diesem Video zeige ich dir, wie du Audible kostenlos bzw. mitgewinnen nutzen kannst. Nutzt du Audible zum allerersten Mal, dann bekommst du die ersten 30 Tage kostenlos, was einem Hörbuch entspricht. Wenn du das abschließen willst, würde ich mich freuen, wenn du den Link in der Videobeschreibung benutzt, um dich anzumelden. Dann bekomme ich nämlich eine Provision und diese unterstützt meinen Kanal. Natürlich kündigst du innerhalb der Testzeit, damit du nicht die 9,95 bezahlen musst. Und wie die Kündigung abläuft und du noch mehr rausholst aus dieser, zeige ich dir noch. Als nächstes brauchst du ein Payback-Konto. Wie du es erstellst und was für Vorteile Payback bietet, habe ich dir schon in einigen Videos erklärt. Diese verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Dann loggst du dich ein, entweder über die App oder eben am Browser und gehst auf eCoupons. Da gibt es Coupons, die du aktivieren kannst und extra Punkte bekommst. Ich bekomme von Audible aktuell zweimal im Monat ein Coupon. Das heißt, ich kann mir zwei Hörbücher im Monat gratis holen, beziehungsweise krieg noch sogar Geld zurück. So, dann schauen wir uns an, wo der Coupon steckt. Ich gehe hier auf Audible und dann wird der Coupon angezeigt. Es sind 500 extra Punkte und 150 Punkte sind Basispunkte. Das heißt, es wären jetzt effektiv 6,50 €, die ich bekomme und gehe jetzt zum Shop. Es steht zwar drauf, dass das Angebot nur für Neukunden gilt, aber das stimmt irgendwie nicht, weil ich schon öfter benutzt habe. Jetzt gehe ich auf Jetzt shoppen, damit ich zu Audible geleitet werde und kann mich jetzt hier einloggen mit bei Jetzt sparen. Jetzt sieht man hier unten aber auch, dass die ersten 3 Monate 4,95 € kosten und dann erst 9,95 €. Somit bekomme ich es praktisch nicht nur gratis, sondern krieg 1,50 € geschenkt. Und das jedes Mal. Ab und zu gibt es auch mal einen 1000-Punkte-Coupon. Dann heißt es, dann habe ich hier 5 € geschenkt bekommen und habe ein Hörbuch, was richtig gut ist. Dann gehst du auf Jetzt sparen und wird weitergeleitet, gibst deine E-Mail-Adresse ein, ein Passwort und dann gehst du auf Anmelden, wenn du schon ein Konto hast, was du vermutlich hast, weil du hast ja schon die ersten 30 Tage kostenlos genutzt. Ich logge mal kurz ein. Nach der Anmeldung sieht es folgendermaßen aus, dass man hier eben das Abo hat, die ganzen Bedingungen, die man hier hat und tut eben das Abo starten. Es ist monatlich kündbar, deswegen funktioniert das ganze System, was ich hier mir aufgestellt habe, beziehungsweise ist es ja von Payback scheinbar so gewollt. So, jetzt bin ich eingeloggt, habe jetzt ein Guthaben und gehe einfach auf Merkzettel. Da habe ich mir schon mal ein Buch rausgesucht und das kaufe ich mir jetzt schnell und dann zeige ich euch die Kündigung. Gehe in den Warenkorb und kaufe mir den jetzt. So. Ich habe den einen Guthaben, zahle praktisch 0 €, gehe ich weiter und dann ist es schon gekauft. Jetzt habe ich wieder kein Guthaben und kann somit gleich wieder kündigen. Das heißt, ich gehe her, gehe auf mein Konto und gehe dann hier auf Abo kündigen. Dann fahre ich mit der Kündigung fort und wähle hier einfach irgendwas aus, da ist es eigentlich egal, was man nimmt und geht auf kündigen. Das heißt, gibt es hier eine Möglichkeit, dass man eben pausiert, aber es gibt ab und zu, habe ich bis jetzt zweimal gehabt, dass man ein Extra-Guthaben bekommt. Das heißt, man geht nicht auf Kündigung abschließen, sondern Extra-Guthaben annehmen, bekommst du ein Guthaben draufgebucht umsonst und danach kannst du nochmal kündigen. Dann gehst du einfach ganz normal hier auf Kündigung abschließen. Und das war's. Und jetzt hast du praktisch einmal das kostenlos bekommen, hast deine Punkte, die gespeichert sind, außer sie wurden nicht erfasst, was bei mir bis jetzt zweimal vorgekommen ist. Deshalb habe ich hier extra noch einen Link unten in der Videobeschreibung reingepackt. Da kommst du gleich zu Payback, wenn eben deine Extrapunkte nicht bekommen hast, beziehungsweise nicht verbucht sind und kannst hier einfach auf Kontaktformular gehen und füllst hier oben aus, dass du eben keine Punkte erhalten hast oder was eben zutrifft und dann machst du ein Stichwort rein. Ich habe da jetzt eben beispielhaft was schon gemacht. Der Betreff ist Punkte wurden nicht erfasst, Audible, dann eben wo wurde es gekauft, Payback Online Shop, sonstiger Partner, Datum des Einkaufs. Welche Punkte fehlen? Sind es extra Punkte oder normale Punkte mit Smartphone oder eben am Laptop? Dann haben wir hier die Bestellnummer, die findet man dann, bekommt man per E-Mail eine PDF und da findet man die Bestellnummer. Kundennummer hat man bei Audible keine, hat mich auch überrascht, aber ist halt so. Und Einkaufswert 4,95, weil ich eben ein Guthaben bekommen habe. Und hier unten noch eine kleine Erklärung, kannst du genauso abschreiben und dann ist es eigentlich so weit schon erledigt. Ich hatte öfter mal Rückfragen, deswegen habe ich das jetzt eigentlich so gemacht, wo man keine Rückfragen haben sollte. Aber wenn sie Rückfragen haben, also Payback,
dann müsst ihr halt nochmal die Fragen beantworten, müsst leider das Formular nochmal ausfüllen, das ist echt schlecht gemacht von denen, das verstehe ich nicht, dass man einfach nicht auf die E-Mail antworten kann. Aber ansonsten wäre das eigentlich so perfekt geklärt normalerweise. So, dann schauen wir noch kurz zu Payback, ob meine Punkte erfasst worden sind. Da gehe ich einfach hier auf meinen Punktestand und dann sehe ich hier, dass Audible einmal 500 Punkte erfasst worden sind und 150 die Basispunkte. Also 6,50 Euro, 4,95 € habe ich gezahlt, 1,55 € Gewinn und ein Hörbuch gratis. Die Punkte werden erst ab 17.06. freigeschalten und danach kannst du dir auszahlen lassen. Wie das geht, habe ich schon in einem Video erklärt. Das Video verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Da du jetzt weißt, wie man kostenlose Hörbücher bei Audible bekommt, empfehle ich dir einige Finanzbücher, die ich dir unten in der Videobeschreibung verlinkt habe. Für noch mehr Cashback-Aktionen schau dir am besten diese Playlist an. Wenn das Video für dich hilfreich war, dann lass gern ein Like da. Für mehr Geld und Freiheit abonniere jetzt kostenlos meinen Kanal. Aber immer dran denken, machen es wie wollen, nur krasser.